Oh, jetzt wird es ja echt spannend. Ich hätte jetzt fast verdrängt, dass Emilio schon da ist. Da müssen wir uns ja jetzt gedanklich ein bisschen einstellen. Ich hatte kurz Gelegenheit, gestern mit der Bundestrainerin zu sprechen und sie hat nur gesagt, der könnte sich einmal, also im Grunde so richtig wissen, was los war, ist ja auch schwer. Meinte, der hätte sich vielleicht einmal am Gebiss so ein bisschen angestoßen. Daraufhin haben sie gestern eine Babykandare reingemacht. Nadine, was genau ist eine Babykandare? Also eine Babykandare hat 5 cm lange Anzüge und die normale Standardkandare hat 7,5. Also es ist eine etwas weichere Zäumung dann vielleicht für das Pferd, dass er etwas lieber ans Gebiss geht. Sehr spannend. Da ist eigentlich kein bekannter Startplatz für Isabel. Eigentlich finden wir sie immer unter den letzten 3 oder 4. Jetzt ist sie doch relativ weit vorne schon dran. Sie hat gestern noch gesagt, hier bei uns, oh, es könnte schon sein, dass ich mich im Vorfeld zu viel auf Bella Rose fokussiert habe. Also sie zieht sich den Schuh ja dann auch immer selber an, aber das macht ihr eigentlich alle, ne? Dass der Schuh dann selbst beim Reiter gesucht wird. Ja, man muss ja auch kritisch umgehen mit sich selbst, wobei ja Bella Rose wirklich eine traumhafte Runde gedreht hat gestern. Mhm. Also vor allen Dingen da die letzte Linie von Bella Rose, ja, das sieht man wirklich nur alle paar Jahre. Also das war traumhaft. Das hatte dann auch einen Notendurchschnitt von 9,4 zu Recht. Das war wirklich wunderschön. Aber heute sieht es auch gut aus mit Emilio. Geht schon. Ja, nee. Ich habe ja immer Angst, den Tag vorm Abend zu loben, aber es geht gut. Das können wir auf jeden Fall sagen. Es geht gut. War ein guter Start. Genau. Also Isabel geht ja aus Krisen auch immer eher gestärkt hervor. Die sagt ja dann auch immer, jetzt erst recht und ich möchte es allen nochmal zeigen. Also von daher ist sie eher positiv motiviert als das ist definitiv deprimiert. So, ja. Boah, das sieht schon richtig gut aus, oder? Ich finde ja wirklich, der hat über den Winter nochmal irgendwie sich verändert. Der ist noch runder, reifer, abgedrehter geworden. Schöner fließender Übergang, ne? Eine tolle Anlehnung und ja. Boah, sehr schön gleichmäßig und sicher, oder? Wunderschön. Das ist ja die Kunst, ne? Das präzise den Übergang, aber trotzdem fließend. Aber ich finde, das gelingt den beiden hier richtig gut. Fällt mir nicht ganz viel ein, was ich mir besser wünschen würde. Das ist wirklich schön. Also das ist wirklich, die beiden sind jetzt wieder wirklich harmonisch unterwegs und haben sich super zusammengefunden nach dem Grand Prix. Und ja, die Babykandare scheint gut zu sein. Mhm. Madeleine Winter-Schulze, die ist ja wirklich eine sehr treue Freundin, Begleiterin hier von Isabel und ihrem Sport. Hoho. Ah, da ist er jetzt schon. Er weiß ganz genau, was kommt, ne? So, jetzt wird es ja auch nochmal interessant. Wie ein Glöckchen, ne? Das ist einfach Isabel. Das ist echt unfassbar. Ja. Manch anderer Reiter hätte jetzt da 4 Wochen gebraucht, um das abzustellen. Ja, mal so ein kleines Kopfschnicken. Ja. Ganz weiche Anlehnung hat sie jetzt, sieht man, ne? Ganz vorsichtig mit der Hand. Aber es gelingt gut.
Sie hat gestern so schön gesagt, und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Du kannst das viel besser beurteilen als ich. Man muss wirklich immer wieder in jedes Pferd so individuell hineinhorchen. Und sie meinte, weil sie so mit Bella fixiert war, dass sie das vielleicht nicht in seiner ganzen Feinheit gemacht hat. Das sind ja wirklich hier, wir reden, ich meine, man würde denken, Mensch, die kennen sich ewig und man weiß alles voneinander, aber es ist doch eben immer wieder neu. Ja, das sind so kleine Nuancen, ne? Das sind so sensible Pferde, die alles wahrnehmen, und ja, da kann das schon mal sein. Und sag mal, Bella Rose ist nicht irgendein Pferd für Isabelle, das ist so ihr Herzblatt, da hängt sie ganz besonders dran im Moment. Das ist eine Traumstute, und die jetzt wieder so präsentieren zu können nach einer langen Pause, das ist natürlich auch, ist eine tolle Sache, ein tolles Gefühl, aber das erfordert natürlich auch viel Arbeit, viele Gedanken. Das kommt nicht von heute auf morgen. Sagen, das ist ein langer mental Prozess. Mental ist man da auch echt ein bisschen besetzt, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, auch diesen Wechselwurm haben wir heute verbuddelt. Hat er hier einen geklaut. Okay. Die waren schön. Boah, das finde ich richtig gut, ne? Da wird einmal gedoppelt titscht. Eine kleine Unsicherheit auf jeden Fall beim Aufnehmen, aber der starke Galopp war sehr schön ausdrucksstark. Dieses Aufnehmen, dann ist ja schon die nächste Note, ne? Versammelter Galopp, genau, Wechsel, versammelter Galopp, Wechsel. Ja. Gut gelungen, super, ne? Sehr harmonisch, sehr gut. Super kontrolliert. Ja. Das ist ja auch, man weiß immer nicht, was ist noch wichtig. Oh. Haben wir oft, ne? Haben wir oft dieses Durchparieren. Das ist offensichtlich echt so ein kleiner Knackpunkt. Ja, ist eigentlich Eldressur, aber es ist. Na gut, in dieser Lektionsabfolge ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Genau. Schöner Übergang, sehr schönes Abfußen. Schwingt so durch den ganzen Körper, super, die Piaffe. Ne? Das hat man oft bei Isabels Pferden, das ist so ihr Markenzeichen. Das ist schon sehr schön. Das durch den Körper schwingen. Ja, an die Hand ran. Mhm. Tolle Anlehnung dabei. Ich glaube, man hört Steine purzeln, oder? Ja, da kann sie sehr zufrieden sein heute. Mit dem was für ein Wechsel nach oben, oder? Ja, von vorgestern. Hammer. Das ist wirklich, sie sagte ja auch direkt danach, Mensch, ich weiß, dass der kein Problem in dem Sinne hat. Das war wirklich eine Tagesnummer. Aber die kann sich, glaube ich, jetzt wirklich super freuen, dass sie das so schnell wieder gelöst hat. Denn kurz danach hat sie ja auch gesagt, ich habe echt keine Ahnung, was los war. Ja. Lisa Müller, nicht nur als Fan hier, sondern das ist ja auch ihre Schülerin. Die beiden trainieren zusammen. Mensch, sind wir. Hat sie heute Geburtstag? Na klar. Genau, sie hat heute Geburtstag. Das haben wir ja völlig vertüdelt. Das stimmt, sie hat heute Geburtstag. Ach du je, da müssen wir das im Lautsprecher hören. Aber ich war wirklich gar nicht auf dem Schirm. Na klar. Man ist dann so auf den Sport konzentriert. Also das ist ja wirklich eine Granatennummer. Haben wir völlig vertüddelt.
Ach, da hat sie sich aber, würde ich mal sagen, ein wunderbares Geburtstagsgeschenk gemacht. Ah, und da am Ende, schade. Oh Moni, so schlimm war es doch nicht. Wir konnten auf den Lippen ahnen, was da aus der Cheftrainerin kurz rauskam. Aber alles in allem steht da in ihrem, glaube ich, Gesicht geschrieben, wie wir das auch empfunden haben.